Diamond Painting Tipps für Anfänger. Ich habe eine Frage bekommen, Schnuckis. Okay, die Frage habe ich nicht zum ersten Mal gelesen, sondern schon öfters. Und zwar, wie paintest du eigentlich so gerade? Da könnte man jetzt ja sagen, Übung macht den Meister, aber es gibt auch ein paar Tricks, wenn man das wirklich gar nicht hinbekommt. Also jetzt mal angenommen, ihr habt keine Schablone und keinen Korrekturschieber zur Hilfe. Dann könnt ihr auch wunderbar im Schachbrettmuster arbeiten. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das eignet sich besonders gut, wenn ihr eine Stelle habt, wo ihr nur ein bis zwei Farben painten müsst. Zum Beispiel hier ganz viel Einsen, ganz viel Dreien. Bei der Schachbrettmethode setzt ihr die Steinchen einfach versetzt. Warum das Schachbrettmuster wenig Sinn macht, wenn man mehrere Farben hat, ist, glaube ich, selbsterklärend. Ihr müsst ziemlich oft die Steinchen wechseln und das wäre natürlich dann schon ziemlich nervig. So, und jetzt füllt ihr einfach die Lücken auf und dann habt ihr ein schön gerades Ergebnis. So sieht der kleine Abschnitt jetzt aus. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Follow da für weitere praktische Diamond Painting Lifehacks.